Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von McAllister's Outdoor Cooking. Ich habe euch ja bei meinem Unboxing-Video von meinem Raketenofen von Barbecue Toro versprochen, dass wir mal so ein kleines Battle machen, Petromax versus Barbecue Toro Raketenofen. Mein Kumpel hat seinen Raketenofen hier mitgebracht, heute ist es soweit und das könnt ihr jetzt sehen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Ja, was ich jetzt hier als allererstes gleich mal betonen möchte, für alle, die jetzt da wieder irgendwo was sehen, wo sie auf einen draufspringen können und die Krallen auspacken können. Ich möchte hier keine der beiden Firmen irgendwie bevorzugen oder irgendeine Firma durch den Pranger ziehen. Beides sind klasse Firmen, beide haben Top-Produkte, machen einen super Job. Und für mich geht es heute einfach nur um den Spaßfaktor, einfach mal die Gelegenheit nutzen, beide Produkte zu testen und einfach nur mal schauen, was die können und was die so drauf haben. Also wie gesagt, keine der Firmen soll hier irgendwie durch den Pranger gezogen werden, schlecht dargestellt werden oder sonst irgendwas. Dieses einfach vorweg. Ja, hier sind die beiden Raketenöfen. Hier oben habe ich schon Dutch Oven drauf, mit denen werden wir dann später ein paar Tests wieder machen. Und auf dieser Seite haben wir einmal den Raketenofen von Barbecue Toro. Hier seht ihr den dazugehörigen Karton. Also wirklich auch ein schönes Schmuckstück, haben sich die Gestalter hier beim Karton wirklich Mühe gegeben, schaut richtig schick aus. Und auf dieser Seite haben wir dann den Raketenofen von Petromax, auch hier der Originalkarton dazu. Und auch hier sehen wir, also ist alles recht hochwertig, allein schon von der Verpackung. Auf beiden Verpackungen findet ihr Hinweise, wie das Ganze zu benutzen ist und auf was ihr achten sollt. Bei Petromax ist es alles schön in drei verschiedenen Sprachen aufgeschrieben. Wir haben einmal die Sprache Deutsch, Englisch und Französisch, während sich Barbecue Toro einfache Bilder zunutze macht und hier alles in Schritt-für-Schritt-Anleitung alles in Bildern aufzeichnet. Genug von der Verpackung. Verpackung ist das, was eigentlich am wenigsten bei diesen Raketenöfen interessiert. Für die meisten zumindest. Und jetzt fangen wir auch mal an, dass wir die beiden Dinge hier beheizen werden. Wir kommen jetzt zum ersten Test und ich werde jetzt anfangen, dass wir die Raketenofen entzünden werden bzw. anfeuern werden. Und ihr könnt euch selber da eine Meinung dazu bilden, welcher das ihr findet, das einfacher zum Anschauen ist. Wir fangen an mit dem Petromax Modell. Beim Petromax Modell habt ihr hier einmal so eine Verlängerungsschiene bzw. so einen Aufsatz, den ihr einfach hier drin anbringt. Hier habt ihr somit eine Verlängerung, dass ihr euer Brennmaterial optimal einfach hier immer hineinschieben könnt, falls die Stäbe oder die Hölzer jetzt länger sein sollten. Ich habe hier im Übrigen jeweils 5 Hölzer, haben beide in etwa die gleiche Dicke und die gleiche Stärke, also dass es auch gleich fair ablaufen sollte. Und wir werden jetzt einfach hier beim Petromax anfangen. Wir werden hier einen Anzünderich reingeben und den entzünden. Werden den schön hier hineinschieben und dann werden wir hier unsere Hölzer einfach drauflegen. Unseren Deckel können wir jetzt hier zumachen. Wir haben trotzdem einen Durchzug, weil wir hier so einen kleinen Lüfter, so ein kleines Löchlein haben. Das Ganze raucht am Anfang jetzt noch ein bisschen, aber das sollte sich jetzt dann relativ bald stabilisieren. In der Zwischenzeit werden wir auch dann schon mit dem zweiten Ofen anfangen. Bei unserem Toro-Raketenofen funktioniert das vom Prinzip her genauso. Auch hier werden wir einen Anzünder hineingeben. Bei diesem Modell haben wir jetzt diese Schiene hier nicht, wie es beim Petromax-Raketenofen ist. Das ist jetzt die Variante Nummer 3 von Barbecue Toro. Bei der Variante Nummer 2 habt ihr von den Maßen auch die gleiche Form hier wie beim Petromax und auch diese Schiene hier mit dabei zum Auflegen der Hölzer. Ja, jetzt werden wir uns auch hier diesen Anbrennerich anzünden, werden den hier in die Mitte schieben und auch hier werden wir jetzt gleich unser Holz mit hineingeben. Und schnell wird klar, dass die größere Öffnung hier beim Petromax Raketenofen gleich schon mal viel angenehmer ist, denn da haben wir die 5 Holzstücke locker reingebracht, hier wird es jetzt schon schwierig, also man muss viel bauen. Beziehungsweise es geht gar nicht. Also das 5. bringe ich jetzt hier am Anfang gar nicht mit rein. Das ist jetzt das Erste, was mir so auffällt. Ja, nach guten 3-4 Minuten hat sich hier was getan. Also man sieht bei beiden Raketenöfen, beide lodern schön. Was mir jetzt hier als Erster auffällt, ist bei dem Raketenofen von Petromax. Da brennt die Flamme ein klein bisschen so zylinderförmiger, schöner, höher.
Kommt auch dadurch, dass der Innendurchmesser von dieser Doppelwand einfach enger beisammen ist als jetzt hier bei dem Raketenofen von Barbecue Toro. Da ist der Spielraum innen drin doch ein bisschen breiter. Deswegen auch hier die kompensiertere Flamme einfach, die dichter nach oben schießt. So, ich bin jetzt hier bei beiden nochmal am Nachlegen. Beide lodern schon richtig schön und da ist schon richtig Schub dahinter. Und dann werden wir mal mit unserem Wasserkochtest Runde 1 anfangen. Ich habe hier zwei Dutch-Öfen in der Größe 4,5. Leider ist keiner von Petromax mit dabei, aber beide haben dieselbe Größe. Der hier ist mit Füße, ist von der Firma Big Barbecue, ist aber unrelevant. Der hat Füße, den kann ich jetzt hier gleich so direkt oben drauf stellen. Und auf dieser Seite haben wir natürlich einen Barbecue Toro Dutch Ofen in der Größe 4,5. Hier sind keine Füße dran, deswegen nehme ich hier den Aufsatz, dass da von beiden ungefähr der gleiche Abstand ist. Und dann geben wir den auch hier drauf. Und dann füllen wir hier unser Wasser hinein. Das sind jeweils 2 Liter. Okay, hier sind es bloß noch 1,9. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, wie lange die brauchen, bis das Wasser zum Kochen anfängt. Die Stoppuhr läuft mittlerweile schon und wir schalten wieder dazu, sobald sich beim ersten Topf etwas rühren sollte. Mittlerweile sind 6 Minuten und 20 Sekunden vorbei und bei keinem hat sie bis jetzt noch großartig was getan. Bei beiden steigt mittlerweile auch der weiße Rauch auf, das heißt, das Wasser erhitzt sich auf jeden Fall. Es bleibt spannend, wer hier die Nase vorne hat. Nach guten 8 Minuten und 20 Sekunden tut sich was. Beim linken, beim Petromax, sieht man, wie hier langsam die Blubberblasen aufsteigen. Da wird es nicht mehr lange dauern. Während hier beim Barbecue Toro ganz leicht Bläschen aufsteigen und wenn man hier unten mal hinhält bei der Flamme, das Brennmaterial ist mittlerweile auch schon erloschen und es glüht da drin nur noch. So, wieder eine Minute später, 9 Minuten und 30 haben wir es geschafft. Der Dutch Ofen fängt das Blubbern an und somit steht der Gewinner fest. Bei der Runde Nummer 1 hat somit gewonnen unser Raketenofen von Petromax. War hier einfach der effizientere, das Brennmaterial, obwohl es in etwa gleich war. Freilich habe ich es nicht aufs Gramm genau gewogen, aber hier hat das Brennmaterial länger gebrannt und der Topf hat auch schneller zum Kochen angefangen. Hängt mit dem zusammen wahrscheinlich, was ich euch vorhin auch gesagt habe, dass einfach hier diese Zylinderform innen drin im Raketenofen einfach schmäler zusammengeht und dadurch die Flammen auch kompakter nach oben schlagen, während hier einfach mehr Platz ist. Kann man auch so schwierig untereinander vergleichen, weil sie ja auch von der Bauweise her nicht identisch sind. Wäre mal interessant, wenn man diesen Vergleich machen würde, wenn man jetzt hier die Nummer 2 vom Barbecue Toro hätte, wo das Ganze von der Bauweise identisch ist. Wir bereiten jetzt Versuch Nummer 2 vor und da sehen wir uns dann gleich wieder. Kurze Zeit später haben wir alles ein bisschen abkühlen lassen, unsere Dutch-Öfen, und das Wasser in den Töpfen wieder aufgefüllt. Glut ist hier in beiden noch ordentlich drin. Wir werden jetzt beide wieder anfeuern. Bei dem Petromax gebe ich hier jetzt einmal gut, ja, so 3, 4, 5 Scheitel vor dem Holz hier oben drauf, dass es das Brennen anfangen kann. Was allerdings jetzt hier bei dem Petromax ein kleiner Nachteil ist, ich habe jetzt hier Holzpellets und hier drin in der Brennkammer unten sind so kleine Löcher, so eine Schiene mit Löchern, da würden die einfach durchfallen. Da habt ihr so einen Aschefangkasten, da würden die einfach durchrasseln. Also mit Pellets jetzt zu heizen hier beim Raketenofen von Petromax ist eher schlecht. Anders schaut das Ganze jetzt hier bei unserem Raketenofen von Barbecue Toro aus. Hier werde ich jetzt einfach mal ein paar Pellets hier reinkippen. Die werden jetzt am Anfang natürlich auch erstmal das Rauchen anfangen, aber das sollte sie dann relativ schnell entzünden. Des Weiteren werde ich jetzt hier den Zusatz, der bei diesem Raketenofen mit dabei ist, anbringen. Das ist hier einmal unsere USB-Belüftung, die ich euch hier beim letzten Mal bei meinem Unboxing-Video schon vorgestellt habe. Das Ganze werden wir jetzt hier anschrauben. Wir werden unsere Türchen hier zumachen. Wir werden unseren USB-Anschluss anschließen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen Boost drauf geben.
Also die Flamme kommt. Gleich wird sie auch für euch sichtbar sein. Und da ist sie schon. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ja, Leute, und schnell wird hier sichtbar, mit welcher Urgewalt das wir es jetzt hier zu tun haben. Also diese Lüftung macht natürlich einiges her. Und der Schub von dem Raketenofen hat jetzt natürlich um einiges mehr Bums als vorher ohne Lüftung. Jetzt kommt natürlich auch der Zweck dieser Lüftung und die Bauweise zur Geltung. Und jetzt mache ich die Lüftung kurz nochmal aus. Und dann werden wir die Töpfe wieder vorbereiten. Und dann werden wir einen neuen Versuch starten, wie lange das Wasser braucht, bis es zu köcheln anfängt. Also schnell wird man jetzt hier bei diesem zweiten Versuch merken, dass hier die Fronten einfach geklärt sind. Ist in dem Sinne ein Quatschvergleich, aber einfach einmal zur Demonstration. Ich werde jetzt hier dem Raketenofen von Petromax nochmal ein bisschen Zusatzboost geben. Dann werde ich den Dutch Oven hier draufstellen wieder. Wir geben unser Wasser wieder dazu. Beim Toro machen wir das gleiche. Hier wieder unsere Erhebung. Den Dutch Oven. Geben unser Wasser dazu. Und obwohl die Lüftung jetzt hier noch nicht läuft, werden wir jetzt trotzdem hier schon auf Start drücken und beginnen. Dann werden wir hier unser Türchen schließen, stecken das Ganze wieder an und dann heißt es auch schon Feuermarsch. Und dann schauen wir mal, in welcher Rekordzeit hier sich unser Wasser erhitzen wird. 5 Minuten 50 hat das Ganze hier gedauert und jetzt sieht das Wasser mittlerweile so aus. Also um die Hälfte schneller an der Zeit, als was wir jetzt gerade eben ohne Lüfter gebraucht haben. Wir werden das Ganze jetzt hier mal ein bisschen entzerren und machen hier den Lüfter mal wieder auf und stecken ihn aus. Ja, Freunde, also dieser Test jetzt gerade eben, der ist natürlich völliger Humbug, also kann man so ja nicht miteinander vergleichen. Das ist wie Äpfel und Birnen untereinander zu vergleichen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber nichtsdestotrotz macht das Ganze wirklich mega, mega Fun, wenn man hier so einen Booster einfach hat und da richtig Schub geben kann. Also beim ersten Test waren es gute 3 Minuten, ein bisschen über 3 Minuten, wo das Wasser zu kochen angefangen hat. Hier waren wir jetzt bei gute 5 Minuten. Zu erklären, oh, Rauch, Verzeihung. Zu erklären ist das Ganze, dass ich beim letzten Mal einfach hier mit Holz geschürt habe. Hier sind jetzt die Pellets drin gewesen, war natürlich auch nur eine kleine Schicht an Pellets. Die Flammen haben nicht annähernd so hochgeschlagen wie beim letzten Mal. Deswegen auch ein bisschen mehr Zeit, wo das Ganze gebraucht hat, bis es zum Kochen angefangen hat. Aber immer noch muss man sagen, 5 Minuten, bis so ein Wasser zum Kochen anfängt, 2 Liter ist einfach Rekordzeit. Ob man das wirklich braucht, sei dahingestellt. Also sicherlich macht Spaß, wenn man irgendwo campen ist und man schmeißt jetzt einfach mal in der Früh hier so einen Raketenofen an mit Lüfter und möchte hier Wasser, Kaffee für alle kochen und das Wasser kocht in 3 bis 5 Minuten. Bestimmt super praktisch. Aber in der Realität, wo kommt das Ding zum Einsatz? Weiß ich nicht. Freilich, wenn man auch mal heiß anbraten möchte, irgendwo ein Steak oder irgendwo richtig knackig Röstaromen drauf zaubern, ist es super dafür geeignet. Und ich werde es auch noch einige Male auf jeden Fall testen und da lassen wir uns einfach Zeit dafür, werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also bevor wir jetzt hier ein kleines Fazit aussprechen, möchte ich euch natürlich noch was zeigen. Bei den Dutch Öfen haben wir hier unten jetzt natürlich eine massivste Rußentwicklung. Das ist jetzt der unter dem Petromax gestanden ist. Also wenn ich hier so drüber fahre, das ist jetzt bloß mit einem trockenen Tuch. Wir sehen, hier wird es richtig, richtig schwarz. Das Ganze werden wir jetzt abwaschen werden. Dann haben wir eine mega Sauerei. Das ist ein kleiner Nachteil bei den Raketenöfen. Siehst, so ein Zebra können wir hier gleich einmal einschüren. Na toll, jetzt sieht er mich nicht mehr. Das Ganze haben wir natürlich dann auch bei unserem anderen Barbecue Toro Raketenofen, dass hier einfach alles komplett schwarz ist. Also ist halt der Nachteil, die Verrußung bei diesen Raketenöfen ist leider gegeben. Bei allen beiden wird eigentlich damit geworben, dass sie recht sauber verbrennen, aber
Ja, sie verbrennen sauber, aber die Rußentwicklung ist trotzdem bei allen beiden Modellen da. Und dann kommen wir jetzt auch langsam zu dem Fazit vor dem Ganzen. Okay, wir warten, bis der Rauch weg ist. Jetzt kommen wir zu dem Fazit vor dem Ganzen. Beide Raketenöfen sind eigentlich ihren Preis wert, der hier verlangt wird. Die Preise werde ich jetzt bewusst nicht nennen, die können sich von Zeit zu Zeit immer variieren. Deswegen, ich werde euch unten in der Infobox die Links zu beiden Raketenöfen verlinken. Da könnt ihr schauen. In einem halben Jahr, wenn ihr das Video guckt, kann die Preislage von den Raketenöfen schon wieder komplett anders sein. Deswegen werde ich es jetzt hier nicht erwähnen. Aber beide Raketenöfen sind in etwa identisch. Vom Optischen her muss man sagen, jeder muss für sich selber entscheiden, was er da lieber mag. Hier haben wir einmal diese schmälere, höhere Variante vom Raketenofen von Petromax. Auch ein wunderschöner Edelstahl, glänzender Edelstahl-Look, den wir hier haben, ist sicherlich sehr attraktiv für viele. Während wir hier beim Barbecue Toro einfach ein Edelstahlmodell haben, das eher so in die mattere Richtung geht. Was ich jetzt auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass beim Raketenofen von Petromax auch Henkel hier an der Seite mit dabei sind, mit schönen Holzgriffen. Die hat mein Kumpel jetzt hier noch nicht dran geschraubt, aber ich hätte es euch gerne gezeigt. Die sind jetzt hier leider nicht mit dabei. Falls ihr euch einen Raketenofen zulegen wollt, für welches Modell ihr euch auch da immer entscheiden werdet, die Entscheidung kann ich euch leider nicht abnehmen. Das müsst ihr selber entscheiden, was ihr gerne hättet. Für den allgemeinen normalen Gebrauch, wenn ihr irgendwo beim Camping seid und vernünftige Qualität wollt, ist auf jeden Fall der Petromax Raketenofen zu empfehlen. Ihr habt gesehen, also mit wenig Brennmaterial haut der auch richtig schöne, ordentliche Flammen raus. Und der Vorteil ist eben auch durch diesen engen Korpus, nennt man das Korpus? Ich glaube ja, den wir einfach hier so zylindrisch haben, dass das schön so nach schmal nach oben hin zusammengeht, haben wir hier so richtig schöne Flammen, die da rausgeschossen sind. Auf der anderen Seite einfach unser Barbecue Toro Modell mit dem Zusatzlüfter, der auch ohne Lüfter wirklich klasse gebrannt hat und eigentlich dem Petromax Modell im Nichts nachsteht. Entscheiden müsst ihr selber, was ihr da haben wollt. Mir persönlich macht dieses Modell mit diesem zusätzlichen Lüftungsboost mehr Spaß. Ich glaube, Männer hantieren einfach gerne mit Feuer und es macht einfach mega Fun zu sehen, wie hier die Flammen einfach nach oben rausschießen. Bevor ich euch noch ewig zulaber, möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, lasst mir doch bitte den Daumen nach oben da, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, ihr dürft auch gerne den Daumen nach unten geben, aber dann seid so fair und schreibt dazu, was euch nicht gefallen hat, nicht nur Daumen nach unten, weil damit kann ich nichts anfangen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid und ihr wollt meinen Kanal abonnieren, hier oben könnt ihr das gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister.